Na, habt ihr euch erschrescht? Solltet ihr auch, denn wir haben heute ein Halloween-Special. Cringe! Nachdem heute Halloween ist, dachten wir uns, wir machen heute ein Halloween-Special. Nicht nur, weil Halloween ist, sondern es ist auch Folge 30. Wir haben heute eine runde Zahl. Und dementsprechend gibt's heute die gruseligsten Filme, die gruseligsten Serien, die gruseligsten Games, die die gruseligsten YouTuber. Guten Abend, sehr verehrte Damen und sehr verehrte Herren. Ihnen allen ist sicherlich die Serie X-Faktor, das Unfassbare, bekannt. Es zeigt, wie sehr eigentlich Realität und die Wahrheit beieinander liegen. Anhand von mehreren Beispielen wollen wir Ihnen in dieser Folge eben zeigen, was wir für Sie zu moderieren haben. Wie Sie ja vorhin mitbekommen haben, habe ich gesagt, dass Realität und Wahrheit oft beieinander liegen. Sehen Sie diesen Penner auf dem Sofa? Ey! Ein ziemlicher Idiot, oder? Junge, was ist mit dir? Dieser Idiot ist ein Beispiel von vielen, die wir bei X-Faktor das Unfassbare gesehen haben. Und das wollen wir Ihnen anhand dieser Moderation vorstellen. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. X-Faktor, das Unfassbare, ist eine Anthologie-Mystery-Fernsehserie des US-amerikanischen Senders Fox, die von 1997 bis 2002 produziert wurde. In der ersten Staffel wurde X-Faktor, das Unfassbare, vom US-Schauspieler James Brolin moderiert. Ab der zweiten Staffel 1998 wurde Brolin durch Jonathan Frakes abgelöst. In X-Faktor das Unfassbare werden in jeder Folge 5 mysteriöse Geschichten gezeigt, die jeweils entweder an wahre Begebenheiten angelehnt sind oder von den Autoren der Serie frei erfunden wurde. Der Moderator der Sendung leitet jede Folge mit einer optischen Täuschung ein, die den schmalen Grat zwischen Wahrheit und Fiktion, zumindest so das Thema der Sendung, beschreiben soll. Nach jeder Geschichte bietet der Moderator dem Zuschauer Erklärungsmöglichkeiten für diese unglaubliche Situation und hinterfragt diese gleichzeitig. Der Zuschauer kann am Ende der Sendung raten, welche der 5 Geschichten wahr und welche falsch sind. Anders als in der Originalfassung und andere internationalen Versionen der Serie wurde in der deutschen Version der Erzähler, welcher einen festen Bestandteil der Sendung darstellt, entfernt und durch Überblenden ersetzt. Dieser gab vor jeder Kurzgeschichte bekannt, was darin zu sehen sein wird, bzw. ob eine Werbepause folgte. Des Weiteren vertonte dieser auch den Vorspann. Ob die als wahr bezeichneten Geschichten auch tatsächlich so passiert sind, ist meist unklar, da diese kaum von unabhängiger Seite zu beweisen sind. So etwa die häufig erzählten Geistererscheinungen. Die Begebenheiten lassen sich schwer überprüfen, da die Angaben der Sendung zum Raum und Zeit der Geschehnisse ungenau sind. 2012, nach über 14 Jahren Wiederholung, wurde festgestellt, dass die Sendung durch die Vermischung von Wahrheit und Fiktion und der Deklaration bestimmter Episoden als wahr jugendgefährdet ist und die Entwicklung von unter 12-Jährigen beeinträchtigt. Als besonders angstmachend gelten dabei die Episoden Rote Augen und Die Frau im Spiegel. Wer kann sich denn daran noch erinnern? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Die gruseligsten Teppiche, die gruseligsten Filme, die gruseligsten Regale, in der die Zeit gruseligsten Brighton, die gruseligsten Schule. He may look like us. He's not like us. Brightburn, Son of Darkness. Nachdem sie sich jahrelang vergeblich Nachwuchs gewünscht hat, werden Tori Breyers Träume mit der Ankunft von einem Kind aus einer anderen Welt erfüllt. Brandon scheint intelligent, talentiert und neugierig als alles, was Tori und ihr Mann Kyle je wollten. Als der Junge sich jedoch in der Pubertät nähert, entwickelt er übermenschliche Kräfte und offenbart eine dunkle Seite. Seine Adoptiveltern beginnen zu zweifeln, dass ihr Sohn ein Held und Retter ist. Wenn dir die Handlung bis hierhin bekannt vorkommt, ist das eben kein Wunder. Von seiner Herkunft über sein späteres Kostüm bis hin zu seinen Superkräften erinnert fast alles an Brandon an die DC-Comic-Kultfigur Superman. Nur mit dem Unterschied, dass der Mann aus Stahl nie seinen Mitmenschen terrorisierte. Schon kurz nachdem der erste Trailer zu Brightburn im Internet auftauchte, spekulierten Reddit-User, ob es sich bei dem Film womöglich um eine Verfilmung von Superman in einem Paralleluniversum handeln könnte. Schon häufiger wurde in den Comics die Geschichte der Heldenikone auf eine ungewöhnliche Weise neu interpretiert.
Erst als Horror- und Sci-Fi-Experte James Gunn als Produzent einstieg, wurde das Budget für den Film erhöht, Brentons Fähigkeiten ausgebaut und um Flugkraft und Hitzestrahlen aus den Augen ergänzt. Brightburn ist also keine Neuerzählung des Superman-Mythos, sondern vielmehr eine Parodie auf diese klassische Heldengeschichte. Am Ende nimmt der Film außerdem eine so überraschende Wendung, wie wir sie seit M. Night Shyamalans Split nicht mehr gesehen haben. Im Abspann kommt die große Wendung. Wir bekommen ein YouTube-Video des Verschwörungstheoretikers The Big T zu sehen. In diesem warnt er vor übermenschlichen Wesen wie Brandon, deren Existenz von der Regierung verheimlicht wird. Er erwähnt ein Ungeheuer, halb Mensch, halb Fisch, das die Meere terrorisiert, sowie eine Hexe, die mit ihrem Lasso Menschen erwürgt. Naja, kommt euch das bekannt vor? Klingt fast so, als würde sich hier eine Art Anti-Justice League abbahnen. Die Heldengruppe um Batman, Flash, Wonder Woman und Co. hat sich mit dem DC-Film schon in der Kinowelt einen Namen gemacht. Und ein comichaftes Horrorfilm-Universum, das im Kontrast zu den bekannten Superhelden-Franchises von Marvel und Co. steht, klingt für uns nach einer spannenden Idee, die hoffentlich Fuß fassen kann. Die gruseligsten Stühle, die gruseligsten Schuhe, die gruseligsten Tische, die gruseligsten Hände, die gruseligsten Teppiche. Can you maybe clarify what sort of clues we're supposed to be looking for here? Stranger Things ist eine US-amerikanische Sci-Fi-Action-Mystery-Serie, die am 15. Juli 2016 bei der US-amerikanischen Video-on-Diamond-Anbieter Netflix veröffentlicht wurde. Die Idee zu Stranger Things stammt von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer. Netflix veröffentlichte die neunteilige zweite Staffel weltweit im Jahr 2017 und eine dritte Staffel dann im Jahr 2019. Dann wurde die Produktion der vierten Staffel bekannt gegeben, deren Dreharbeiten im Januar 2020 starteten. Doch leider sagten uns die Duffer-Brüder, dass die vierte Staffel die letzte wäre und damit wäre die Serie dann abgeschlossen. Die Serie spielt in den 1980er Jahren in dem fiktiven Ort Hawkins in Indiana. Im Mittelpunkt stehen vier befreundete Jungs, die das mysteriöse, plötzlich aufgetauchte Mädchen Elfie, das über psychokinetische Fähigkeiten verfügt, finden. Ausgehend von der Suche nach einem der Freunde, der zu Beginn der ersten Staffel verschwindet, kommen die Kinder übernatürliche Ereignisse und geheimen Experimenten der Regierung auf der Spur. Es gibt einen bestimmten Geist namens Toby, der ab und zu Leute heimsucht. Das Ganze findet ihr unter Paranormal Activity, was inzwischen 5 oder 6 Teile mittlerweile schon hat. Und dementsprechend wollen wir euch das mal vorstellen. Ich hab's gerade versprochen, aber egal, wir machen weiter. Die gruseligsten... Die Wende geht auf! Oh Gott. Wir kommen hier nicht raus! Wo ist er hin? Mittelpunkt des im Herbst 2006 spielenden Films ist das junge Pärchen Micah und Katie, das in einem Haus in San Diego lebt. Als Katie, eine junge Studentin, durch das nächtliche Geräusch verängstigt wird, nimmt Mikey dies zum Anlass, eine Kamera zu kaufen und nachts ihr gemeinsames Bett zu richten, um damit etwaige paranormale Phänomene aufzuzeichnen. Anders als Katie scheint er weniger verängstigt als vielmehr fasziniert. Ein hinzugezogenes Medium, Dr. Fredridge, glaubt in dem Haus tatsächlich eine Art Dämon wahrzunehmen, der speziell Katie heimsucht, weswegen ein Umzug keine Lösung des Problems wäre. Die Filme sind mit einfacher Kameraführung aufgenommen und waren deshalb relativ billig zu produzieren, schlug aber direkt starke Ticketverkäufe raus. Alle Teile waren wirklich mehr als hervorragend und bieten sogar verschiedene Enden zu sehen. Und dementsprechend ist das unsere Empfehlung für Halloween. Fandet ihr bisher alles so ganz schön gruselig? Wenn ja, dann geht's wohl weiter und zwar mit Conjuring. Viel Spaß. Das Conjuring-Universum ist eine Horrorfilmreihe, deren Filme von New Line Cinema, Safran Company, Atomic Monster Productions produziert und von Warner Bros. Entertainment vertrieben werden. Die Filme zeigen die Dramatisierung der realen Fälle von Ed und Lorraine Warren, paranormalen Ermittlern und Autoren, die mit prominenten, aber kontroversen Fällen von Spuk verbunden sind. Die Hauptreihe folgt ihren Versuchen, Menschen zu helfen, die von dämonischen Geistern besessen sind, während die Spin-Offs sich auf die Ursprünge einiger der Wesen konzentrieren, denen die Warrens begegneten.
Wir können euch auf jeden Fall die Filmreihe an Halloween auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr etwas Horrorfaktor haben wollt, nicht nur etwas LOL. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, ob wir eine Timeline daraus machen sollen, denn die Conjuring-Reihe muss man natürlich auch in der richtigen zeitlichen Reihenfolge anschauen. Yes. Sehen Sie diesen Hammer von Thor? Viele würden behaupten, dass er einfach nicht hochgehoben werden kann. Aber er hat noch ganz andere Fähigkeiten, die Sie nicht wussten. Er kann nämlich einfach so verschwinden. Sehen Sie? Das haben Sie nicht gesehen. Er verschwand einfach. Wie durch Geisterhand. Der Deckel hat mir gefällt. Edith, it's good. Dumb son of a bitch wasn't no good if you hit him. Lucas! Resident Evil behandelt immer verschiedene Geschichten. Aber der rote Faden dahinter ist immer der gleiche. Ein Zombie-Virus wird freigesetzt und endet im unkontrollierten Chaos. In jedem Teil spielen wir einen anderen Charakter. In Raccoon City beginnt es und in Mutter Miranda Schloss endet es. Die Reihe wurde von Teil zu Teil immer besser. Klar schwächte die Reihe mit der Zeit ab, weshalb sie das Ganze nochmal neu aufziehen mussten. Aber mit Teil 7 und 8, den aktuell letzten Teil, hat sich das Ganze neu erfunden. Die Reihe hat so eine große Fanbase angesammelt, dass sie auch heute noch begeistert. Wir können einen 9. Teil definitiv kaum erwarten und sind gespannt, auch in Zukunft Neues zu hören und zu sehen von Resident Evil. Sie fragen sich nun, wer ich genau bin. Ich bin der Penner, der vorhin am Sofa war, denn der andere wurde natürlich abgelöst. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, der ist natürlich komplett lost. Und wir konnten uns leider keine anderen Kleidungen zuschneiden lassen, weil wir einfach nicht so viel Budget haben. Outlast ist ein First-Person-Survival-Horror-Videospiel, welches vom kanadischen Entwicklerstudio Red Barrels entwickelt und im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Im Jahr 2014 erschien ein DLC zum Spiel mit dem Namen Outlast Whistleblower. Im Jahr 2017 erschien dann ein Sequel zum Spiel unter dem Namen Outlast 2. Im Februar 2018 kam die Version von Outlast dann auch noch auf die Nintendo Switch. Miles Upshur, ein Enthüllungsjournalist, welcher zuvor einen Tipp bekommen hat, besucht die Nervenheilanstalt Mount Massive, da die dort ansässige Murkoff Corporation illegale Experimente an Patienten durchführen soll. Im Gebäude erklärt ein sterbender Soldat Miles, dass die Patienten aus ihren Zellen ausgebrochen seien, nun die Angestellten der Nervenheilanstalt töten und dass er auf dem schnellsten Wege verschwinden soll. Da Miles das Gebäude allerdings nicht mehr auf demselben Weg verlassen kann, auf dem er es betreten hat, muss er einen anderen Ausweg finden. Als er per Sicherheitsterminal versucht, den Haupteingang zu öffnen, wird er von einem selbsternannten Priester namens Father Martin überrascht, welcher Betäubungsmittel in seinen Körper injiziert. Father Martin sieht in Miles seinen Apostel und erzählt diesem von einem Wesen, Wallrider genannt, welches für das Unheil in der Nervenheilanstalt verantwortlich ist. Später erwacht Miles in einer Gummizelle. Von dem Patienten Chris Walker und zwei kannibalischen Zwillingsbrüdern verfolgt, bahnt Miles sich einen Weg durch die Kanalisation. Bei seiner Flucht gelingt es Miles, Trager zwischen dem Boden des Stockwerkes und der Decke eines hinabfahrenden Fahrstuhls zu zerquetschen. Manneke war der Ansicht, dass durch intensive Traumtherapien bei den Patienten Nanomaschinen zu einem bösartigen Wesen verbunden werden könnten. Wir können euch auf jeden Fall dieses Spiel genau an Halloween empfehlen, beziehungsweise jetzt in den nächsten Monaten, denn dieses Game ist auf jeden Fall ein Horrortrip des Jahrhunderts. Ich wette mit Ihnen, dass man die super schnell essen kann. Und Sie glauben mir wahrscheinlich das Ganze nicht, weil Sie denken, es wäre nicht die Wahrheit, wenn ich das sagen würde. Lassen Sie mich das beweisen. Wenn der Deckel aufgeht, warte. Einen Moment. Ja, Sie kennen es. Und sie ist leer. Das Ganze ist etwas kontextlos. Dead Space ist ein Serienuniversum, das von Glenn Schofield und Viscera Games entwickelt wurde. Im Kern der Serie stehen der Third-Person-Shooter Dead Space zusammen mit dem Nachfolger Dead Space 2 und Dead Space 3. Sie behandeln weiterhin zwei Filme und einige Comics. Die erste Veröffentlichung zur Serie fand im Jahr 2008 statt und wurde trotz mangelnder
kommerziellen Erfolgs von Kritikern hochgelobt. Ein erstes Sequel erschien mit Dead Space 2 Anfang 2011. Der dritte Teil der Serie folgte im Februar 2013. Die neueren Veröffentlichungen der Serie sind kommerziell erfolgreich. Jede Veröffentlichung in der Dead Space Serie in eine Fortführung oder Ergänzung der Haupthandlung, welche dem ersten Teil beginnt. Der Gruselfaktor war immer da und unser Herz schneller schlagen lassen. Wir hoffen so sehr auf einen vierten Teil, denn der Remake wurde ja jetzt offiziell angekündigt. Oh mein Gott. Willst du es jetzt schon durchziehen? Ja, bitte. Die Gruli. Die gruseligsten Betten, das gruseligste Essen, gruseligsten Halloween-Shows, die gruseligsten Weihnachtswünsche, obwohl nicht Weihnachten ist, die gruseligsten Kartons, die gruseligsten Schuhe, die gruseligsten Bilder, die gruseligsten Uhren, die Gru reicht. Die gruseligsten Outros, die gruseligsten Kameras, die Grr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